So, und ich begrüße euch wieder zu unserem Dark Souls Let's Play Part Nummer 3. Der Drakey spielt immer noch, denn er ist nicht gestorben. Ne. 30 Minuten wie immer. Richtig, die er auch gestartet hat. Ausnahmsweise mal nicht vergessen. Ausnahmsweise hat das mal nicht vergessen, sonst hätte ich ihn auch auf die Finger gehauen. Und es geht weiter. Ja, du bist so gemein zu mir. Ja. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben den... Ui, da ist ein Gegner, der ist da runtergejumpt. Ach, kannst du mal nicht mal erzählen, was wir gemacht haben? Wir haben eine Abkürzung aktiviert, wir haben sind am Drachen vorbeigekommen. Und das ist eigentlich schon alles. Ja, wir haben uns das Drachenschwert geholt. Haben wir das im letzten Part gemacht? Nicht im Part davor? Ne, im letzten, glaube ich. Wir in dem letzten. Ja, dann haben wir uns im letzten Part halt das Drachenschwert geholt. Haben den komischen Wildschwein gebasht. Haben das Wildschwein gebasht. Du hast das Wildschwein gebasht. Ich rede mal für uns hier, ne? Ja. Wenn wir irgendwelche Einladungen für irgendwas bekommen sollen, für Partys oder so, dann liegt das daran, dass wir mit unseren, beziehungsweise der Drakey spielt mit seinem Privat Account und deswegen laden uns unsere Freunde manchmal ein. Ja, wir haben Freunde. Im Gegensatz zu dem, was RTL immer behauptet, dass Gamer keine Freunde haben. Wir haben Freunde, tatsächlich, mit denen wir hin und wieder zocken. Und nicht gerade wenig. Nee, das stimmt auch. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum haben die guten Herren keinen extra Account für ihre Let's Plays? Wir haben einen, nur der hat noch kein Goldmitglied. Der ist noch nicht mal, der Account ist noch ein Goldmitglied, genau. Ja, eben. Das ist es halt. Und damit wir das Ding halt online spielen können, brauchen wir natürlich eine Goldmitgliedschaft. Und da haben wir auch ein neues Schild. Ja, und da wir nicht einfach nur für einen Monat eine Goldmitgliedschaft holen, sondern immer Jahresgoldmitgliedschaften, kostet die mal eben 60 Euro. Ja. Aber wenn wir uns einen Co. für eine Goldmitgliedschaft holen... Nur am Betteln, der Junge. Alter. Oh fuck, ich schwöre noch voll Feuer. Nein. Und wir sind halt klein. Wir müssen alles immer selber bezahlen. Ja, eben. Während alle anderen das irgendwie in den Arsch gesteckt kriegen. Wie die anderen Let's Player und... Ja, müssen wir immer zusehen, dass wir alles irgendwie hart erarbeiten. Denn ich gehe ja noch arbeiten nebenbei. Beziehungsweise hauptsächlich gehe ich arbeiten. Und nebenbei mache ich das hier. Ja. So, wir werden es den schwarzen Ritter nochmal versuchen. Mit dem neuen Schild. Ja. Und Konditionen geappt. Ich bin ja im letzten Part auch nur gestorben, weil er mir da entgegenkam. Ja, du musst instant nach oben laufen. Ja. Oder du läufst zurück zum Lagerfeuer. Das kannst du auch nachlöschen. Na, sonst hätte ich ihn natürlich auch gekillt. Ja, natürlich. Hier kannst du ja um ihn rumlaufen. Wenn du nicht gerade runterfällst. No, jetzt hängt er doch ein Rest, komm hoch hier. Das ist schon besser, das Schild, auf jeden Fall, aber das ist halt immer noch nicht gerade optimal. Was besonders, wenn er den macht, nicht? Ja, und da geben wir ab an den Dodo. Und dann spiele ich wieder. Und mal schauen, ob er es schafft, weil er hier groß rumposaunt, dass er das auf jeden Fall schafft. Wenn ich zu ihm erstmal hinkomme. Ja, der ist doch gleich da vorne. Ja, wenn ich aber vorher sterbe schon, dann... Das ist einfach nur peinlich. Aber ich muss ja diesen anderen Ritter auch wieder bashen. Er ist ja so schwer. So, wo bin ich denn? Wo war der jetzt? Ich muss hier lang, glaube ich. Ich könnte dich so schlagen. Ja, ich weiß. Kann man so ein schlechte Aufmerksamkeitsspanne haben? Du, das... Da links. Ganz ehrlich, ich bin da wir sind da schon 50 Mal durchgelaufen. Bei der Treppe hoch. Das liegt einfach, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hab das halt. Ich würde erst den. Boah, ich hab vergessen, dass ich ja hier oben drücken muss. Ich wollte mit dem hier blocken. Ja, aber kannst du auch. Nee, man muss ja so blocken. Und das ist der starke Angriff, ne? Heil dich am besten. Das macht er dich instant, genau. Instant platt. Was noch? X. X.
Und anvisieren nicht vergessen. Das war mit dem Analogstick reindrücken, ne? Ja, der rechte. Der rechte Analogstick. Oh. Ja, das ist schon erwischt. Oh fuck, ey. Ja, ich bin nicht rechtzeitig rumgekommen. Tja, dann bist du auch schon down. Ja, und dann bist du dran. Eigentlich sollte man ihn aber schaffen. Ja, nicht geht ja auch, wenn du zweimal parries ist er, backstabs ist er weg. Ja. Parieren, ey, den kannst du nicht parieren, ey, der war die. Ich weiß nicht, ob man die parieren kann, ich glaube schon. Aber dann mit viel Glück, ne? Musst du können, musst du trainieren, ich kann das aber auch nicht. Ich mach das nicht. Das ist das viel zu gefährlich, den zu parieren, ey. Da laufen die bei denen hier, oder? Ja, bei dem ist das was anderes. Außer wenn er so lange ausholt, dann kann ich ja sagen. Naja, aber ich bin ja immerhin bis dort oben hingekommen. Ich bin begeistert, du hast einen Gegner gewasht. Ja, das hat ja schon mal gut geklappt. Das erste Mal ist immer leicht, weil man uns ein Schild anbringt. Kann man ihn echt gut backsteppen, wenn er sein Schild macht. Bei dem dreht er sich immer mit, Alter. Siehst du es? Na, er ist auch nicht ganz so. Einmal noch. Das war aber nur Glück gerade, ne? Wieso? Ich hab eine Pfeilattacke gemacht. Ach so. So war's, ja. Wir kriegen aber nicht das scheiß schwarze Ritterschwert, ey. Nee. Obwohl er das gerade in der Hand hatte, glaube ich. Das war er. Ja, das glaube ich auch. Was war das denn? Gegner. Ja. Natürlich ärgerlich. Und weiter geht's. Langschwert. Da oben die Bogenschützen. Bong, bong, bong. Kommt er mir daher gelaufen? Ja. Der ist gleich von hinten erledigt. Nee, die kommen nicht. Den letzten Endgegner muss ich clearen können. Nee. Doch. Welchen? Den letzten Endgegner musst du? Ja, weil der, also zumindest ist er so am leichtesten. Weil der ununterbrochen dich unfragt. Und der lässt dir kaum Chance, sich zu heilen, weil er übelst schnell angreift und haut dir deine Ausdauerleiste so schnell runter. Und wer da parryen kann, der ist auf jeden Fall ein Vorteil. Na, mal gucken, wie wir den schaffen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das ist es nicht. Außerdem haben wir den ersten Entgegner schon mal gekriegt. Den letzten. Den letzten, achso. Ich hab den ersten verstanden. Den ersten. Den haben wir doch schon getötet hier, den Minotauren. Eben. Geschweige denn diesen Dämon da eben. Das war einfach mit dem Feuerball. Sind die Ball da wieder? Scherben verlieren die manchmal. Sehr schön, gut fürs Crafting. Hey! Wer ist der erste geschlagen? Ein Hüllenschild. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. 66. Das ist besser in allem. Ich meine, der Angriff ist ja völlig egal. Ja, eben, der ist egal, ja. Das Windschild ist tatsächlich ganz gut. Wenn man Glück hat, dann droppt das nur. Am Anfang schon. So, hier ist ein Baller da links und einer von diesen Höhlen. Klar, dass das in die Hose geht. Alter, der zieht aber auch ab, ey. Wir haben so eine Kackbuhnrüstung. Ich sehe nichts. Das ist schlimm. Manchmal ist die Kamera echt scheiße. Manchmal dreht die sich auch einfach, obwohl du auf dünnen Stegen läufst. Das werden wir nachher noch erleben. Oder nachher, wenn wir dann irgendwann mal da sind. So. Kellerschlüssel. Wo wir den ja eigentlich gar nicht brauchen, ne?
Ich weiß auch gar nicht, wofür der gut ist. Da ich immer den Generalschlüssel hat, weiß ich nicht, wofür die ganzen Schlüssel gut sind. Aber die meisten kriegst du halt damit auch. Ja. Weil der Bade ist scheiße. Obwohl man sagen könnte, alle Waffen sind scheiße, da wir das Drachenschwert haben. Und da ist wieder ein Kumpel an. Doppelte Nachricht, weil der Dodo auch noch angemeldet ist bei mir. Richtig. Und wir überwiegend dieselben Freunde haben. Wir sind eine große Gemeinde. Wenn ja. ihr da auch beitreten wollt, addet uns all. Oder lasst es. Obwohl, wenn ihr uns addet, dann könnt ihr natürlich viel mehr erfahren über uns auch und was wir gerade so spielen und natürlich eure Wünsche oder Kommentare auch bei uns persönlich loswerden. Das stimmt. Solange die Freundesliste jedenfalls noch nicht voll ist, geht das immer noch. 100 Freunde sind leider die Begrenzung. Ja, aber so viele haben wir ja noch nicht. Ich jedenfalls noch nicht. Ich auch nicht, wir nehmen ja auch nicht jeden Depp auf. Nee, eben. Ja. Ich bin jemand, auch wenn ich mit denen mal gespielt habe, es gibt ja öfter mal so Freundesanfragen, da, du zockst einmal mit den Halo oder was auch immer, kriegst eine Freundesanladung und das nehme ich einfach nicht an. Warum? Also erstmal kommt es darauf an, wo die herkommen. Wenn die Deutsch sprechen, dann schon eher, als wenn sie nur Englisch sprechen, weil es einfach mit deutschen Spielern spiele ich lieber, als weil ich die auch verstehe. Man kann sich mit denen absprechen, wenn man dann zusammen spielt und das ist einfach einfacher. Ja. Und da der Drake und ich ja auch noch in einem Clan sind, ist das sowieso vorteilhaft da. Möchtest du sitzen bleiben, wie du jetzt sitzt? Wieso? Meine, weil du das ist Achso, achso, du meinst vorne. Du, nee, ich hatte mich vorhin auch anders hingesetzt, aber irgendwie bin ich dann ziemlich nach vorne gerückt. Nein, ich bin beinahe eingeschlafen bei der Sitzposition, also ich habe da nicht mehr so aufgepasst. Das stimmt noch nicht mit dir. Du weißt ganz genau, was nicht stimmt mit mir im Moment, ey. Aber das müssen wir jetzt nicht hier, Nein, aber will ich auch nicht machen. So, wir haben unseren ersten Schmied gefunden, ich repariere aber mal alles. Ich bin so ein Mensch, der repariert immer alles. Jo, hab ja genug gesehen, ne? Kann man ja alles reparieren, anstatt was gucken, was er so hat, ne? Er hat nur Scheiße. Rüstungstechnisch Autoscheiße, ja? Und der hat gar keine Rüstung. Ja, stimmt, ja. Das vergesse ich immer wieder. Er ist zwar ein Schmied, aber hat keine Rüstung. So ein. Manchmal verstehe ich manche Spieler einfach nicht. Ich meine, er ist ein Schmied. Ja. Ja, und dann sollte er normalerweise auch Rüstung schmieden, weil er ein Schmied ist. Rüstungen werden ja nicht beim Steinhändler irgendwie verkauft oder so. Weißt du? Naja, okay. Und warum hast du das jetzt? Ist das besser jetzt? Oder? Boah, ist das langsam. Nee, ich wollte nur gucken, was das wie die zuhaut. Aber das können wir nicht sehen, weil wir ja noch viel zu schwach sind. Ja. Weil die können wir sogar schon auftunen. Krass. Die brauchen nur kleine Scherben. Das wundert mich, obwohl es ein Dämonenhammer ist. Ja. Dämonenwach brauchen eigentlich Dämonentitanit. Mhm. Die brauchen aber die normalen kleinen Sachen. Und Diamanten, ja, kleine Scherben. Und was ist mit dem Schwert? Können wir das nicht irgendwie? Ja, das braucht Drachensteine. Ja. Drachensteine. Und die haben wir natürlich noch nicht. Nicht ansatzweise. Musst du Drachen für töten, der Sinn, ja. Ne? Und dann sollten wir das mal in Angriff nehmen demnächst. Ja, natürlich. Und 10.000 Seelen kostet ein Upgrade. Boah, ey. Für diese Waffe lohnt sich das nicht. Nee, das stimmt wohl. Wir kriegen ja irgendwann bestimmt noch eine bessere Waffe. Auf jeden Fall. So, ich bin hier nur hingegangen wegen dem Leuchtfeuer eigentlich. Ja. Weil, falls man das abkratzt, nicht mal so weit laufen muss. Willst du die erste Rüstung holen? Ich würde sagen, erstmal schlagen wir die erste Glocke. Ja, gut, dann schlagen wir erst die erste Glocke und holen uns dann. Oh, CP Seraph. Ich wollte eigentlich auch die Benachrichtigung ausmachen. Ist jetzt egal, ja. Vergessen. Aber die freuen sich immerhin, wenn sie mal in einem unserer Videos auftauchen. Bestimmt total, weil sie das voll mitbekommen. Wenn sie es gucken, also manche gucken das ja. Ja. Snipey hat das ja auch mal geguckt, was sie so machen. Und Das ist kein schwarzer Ritter für Leute, die das jetzt denken, das ist ein Turm. Das ist ein Turmschildritter. Das sieht man auch an deinem Schild? Schild? Ja. Oder nur Turmritter heißen, glaube ich. Kannst du den nicht backstabben? Nee. Den kann man nicht backstabben. Man denkt erst, es ist ein schwarzer Ritter, weil er halt schwarz ist, ne?
Ja, wäre ja naheliegend. Wow. Ganze Schilde geknallt. Sieht aber schon krass aus, ne? Ja, die Rüstung kann man sich auch holen. Das ist cool. Genauso wie seine Waffe und sein Schild, das kann man natürlich alles holen. Das ist natürlich geil. Allerdings übelst schwer die ganze Scheiße, also wer sich ein bisschen bewegen möchte noch, sollte sich diese Sachen vielleicht nicht unbedingt anziehen. Und wir haben eine Feuerseele bekommen. Eins der wohl wichtigsten Items hier, die wir auch gleich mal einsetzen werden. Was bitte? Feuerhüterseele. Ist zum Entfachen eines Lagerfeuers oder was? Nein. Zum Aufmoppen deiner Estus Flakon, unserer Heiltränke? Richtig! Ja, spring in den Tod. So, ein Geheimnis, was ich jetzt schon mal lüften werde. Wo kein Mensch drauf kam. Ich kam dann auch nur durch ein Video drauf, weil ich mir auch gerne Let's Plays oder sowas von diesem Spiel zumindest angeguckt habe, weil es hier so viele Secrets gibt. Ich meine, wer kommt darauf, dass man hier runterspringt? Das macht man doch nicht. Kein normaler Spieler macht das. Also ich mache ja auch schon kranke Sachen, ne? Aber das doch nicht, oder? Du, ich bin auch schon in den Tod gesprungen, nur weil ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, ich bin da eiskalt, ey. In Skyrim auch. Skyrim ist ja was anderes, aber hier ist was ja ist an Skyrim anders als hier? Das ist ein Rollenspiel. Und in Rollenspielen muss man manchmal Wege gehen, die normaler Sterblicher nicht gehen würde. Skyrim kann man ja rein theoretisch überall hin. Das ist der Unterschied. Das ist ja hier eigentlich nicht so. Das ist ja, diesen kranken Scheiß gibt's ja hier nur an dieser Stelle. Ja. So, wenn man sich jetzt hier nämlich ins Nest reinlegt, dann kommt man zurück zum Asylum. Ja. Zum Anfangsgebiet. Ja. Aber das machen wir noch nicht, weil da sind jetzt sehr starke Gegner unterwegs. Zum Beispiel zwei schwarze Ritter. Und? Und noch einer der Dämonas, Asyldämonen, den wir als allererstes besiegt haben, nur noch mal eine Ecke stärker. Ja, dann wird das ja mal Zeit. Den schaffen wir nicht. Ich schaffe den zumindest nicht. Und was ist mit den schwarzen Rittern? Brauchen wir noch nicht, wir brauchen da ja noch nicht hin. Oh, ich hab immer so Panik, dass du da stirbst, wenn du runterkommst. Ich bin so oft runtergesprungen, ich weiß, wo ich fallen kann. Ja. So, die Feuer der Seele setzen wir instant mal ein. Dazu müssen wir zu einer Feuerhüterin. Die für dieses Lagerfeuer ist hier unten. Sollte diese gute Frau sterben, geht das Feuer, das Lagerfeuer drin noch aus. Wieder drin. Dann kann man das verstärken. Zack. Das ist plus 1. Jetzt heißt es, gibt es einem mehr Energy wieder. Kannst du dich nicht noch aufleveln? Ja. Ja, das vergisst der Drake nämlich ganz oft, dass er sich noch leveln kann und dann stirbt er und dann sind die Seelen weg, weil ich es nicht schaffe, bis dahin zu laufen. Ich sag, denk dran, wir brauchen auch Stärke, ne? Ja, noch nicht. Wir brauchen Kondition und Vitality. Die hat so wenig. Kondition ist halt für die Ausdauer mit gut da oben, damit es so schnell runtergeht. Und die Traglast wird dadurch auch erhöht. Das heißt, wir können irgendwann auch. Okay, wir können eigentlich von Anfang an schwere Sachen tragen, so ist es nicht, aber dadurch können wir uns ja besser bewegen trotzdem. Ich hätte mich jetzt natürlich auch menschlich machen können, damit wir den Typen zur Hilfe holen können. Ja, das müssen wir dann machen. Ah ne, dann müssen wir ja auch wieder alle Gegner besiegen. Scheiße, aber ich versuch's jetzt so, ohne Solaire. Für den nächsten Gegner kann man sich nicht Solaire zur Hilfe holen. Aber wie gesagt, muss man dafür menschlich sein. Und das bin ich jetzt nicht. Oh. Ja, ich hätte mir fast vergessen. Ja. Ah ja, und gleich kommen diese ganzen kleinen scheiß Popelfiecher, die sind voll nervig. Die sind sehr nervig. Und der scheiß Magier nervt mich auch. Und der ist am nervigsten, der Magier. Der macht ihn nämlich stärker. Das sieht man jetzt dadurch, dass. Was war das jetzt für eine Attacke? Kennt der Dodo natürlich noch nicht, aber habe ich auch noch nie eingesetzt, von daher kann er das auch gar nicht kennen. Das sag ich dir gleich. Wenn ich die alle getötet habe. Ganz einfach, Drachenwaffen haben Spezialfähigkeiten. Mhm. Dafür musst du diese Waffe allerdings
alle Drachenwaffen beidhändig führen und den schweren Angriff machen. Mhm. Dann macht er dieses Schwert zum Beispiel diese vorne Welle. Mhm. Das können halt alle irgendwelche Spezialangriffe. Dadurch geht die Waffe aber recht fix kaputt. Sollte man also nicht übertreiben. Außerdem zieht sie auch jetzt nicht so viel ab. Die hat es jetzt getötet, weil die eh kaum Energy haben. Aber andere Feinde sterben dann halt nicht. Wo kommt der denn auf einmal her, Alter? Ihr seht, Blocken in dem Spiel ist A und O. Also wild drauf losstürmen, bringt ja gar nichts. Menschlichkeit. Sehr gut. Jawohl. Sehr, sehr gut. Obwohl wir haben trotzdem auch eine. Manchmal kriegt man die auch von Feinden. Ich muss voll dringend auf Klo, Alter. Nein, trinken nicht, der ist viel schlimmer. Und den Wichser lassen wir drin, ey. Sicher, wenn wir alles machen wollen, dann müssen wir ihn noch befreien. Wieso, was denn alles machen? Ja, man kommt ja noch ein extra was, wenn man ihn befreit und er gewisse Sachen tut, die er nicht tun sollte. Und wir bekommen seine Waffe vielleicht. Ja, aber nein, ich will nicht, dass er die... Das macht nichts, wir können sie ja wiederbeleben. Ja, wann denn? Das geht recht fix, wenn wir uns an die Hauptquest halten. Ja, dann mach, was du nicht lassen kannst, ey. Lass ihn auch versuchen, jetzt zu töten, aber das schaffen wir nicht. Nein. Der ist unbesiegbar. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec. Er hat nämlich eine gekrümmte Klinge, nenne ich es mal. So ein komisches krummes Ding und damit kann man im Schild herumschlagen. Auch wenn man blockt, kriegt man trotzdem Schaden, ne? Yes, very sorry. Your reward will have to das macht ihn halt so schwer. I've just been freed. Wenn man wenig Energy hat. Backsteppen hat funktioniert bei dem auch nicht, ne? Weil er so schnell ist. Ich weiß es gar nicht. Ja, er hat ganz schnelle Angriffe, also es gibt keine Möglichkeit hinter ihm zu kommen, weil er ununterbrochen angreift und dann anvisiert. Das Backstep hat bei meinem Versuch nicht funktioniert. Ich weiß es gar nicht. Egal, also wir haben dann noch andere Chancen zu töten. Da ist ein Gegner hinter dir. Bist du besoffen, Alter? Nee, eigentlich nicht. Ich dürfte kein Gegner mehr rumlaufen, außer hilf vielleicht noch. So, jetzt kommt, ja, wir haben es so leer nicht. Und zwei Stück. Ich nicht. Zwei Stück. Ja, der zweite kommt ja erst danach, wenn wir anderen folgen. Dem ersten musst du den Schwanz absäbeln. Ja. Denk daran. Ich hab das nicht vergessen, ich werd's versuchen. Du hast 3318 Seelen, eigentlich könnte man ja. Sicher, ich laufe jetzt nochmal zurück. Ja. Das kannst du einfach, wenn du, falls das ich sterben sollte, denn versuchen und die wiederholen. Das war's. Jetzt sterben. Ich habe ihn das letzte Mal besiegt, aber ich hatte auch so leer. Ja. Das ist halt sehr hilfreich, auch wenn er nicht viel austeilt. Der Gegner, er lenkt die Gegner ab. Man kann sie dann gut von hinten angreifen. Das ist einfach der Vorteil. Ich könnte da auch nur rumstehen und nichts machen. Das ist egal, ob sie halt im Krieg war. Und den Schwanz kann man auch als Waffe bekommen. Und egal, ob die Axt oder Hellebarde ist nicht bleiben. Eins vorbei. Jetzt kann ich den Schwanz abschlagen. Und das versucht er durch. Dafür darf ich ihn nicht anvisieren, das ist das Problem. Wenn ich ihn anvisiere, greift er den Schwanz an. Das ist auch schon der zweite. Eieiei, heil dich gleich mal. Wenn Flammen erreichen einen immer, das ist das Problem. Musst du einem nur von beiden den Schwanz absitzen? Nee, der hat ja gar keinen Schwanz. Verreck, Alter! Ist doch schon fast tot. Einmal noch muss ich aufstehen, wo der ist da. Boah, der rollt sich nicht. Ich hab ihm den Schwanz abgeschnitten. Nee, doch nicht. Wieso können wir denn die Gargoyle Bade? Keine Ahnung, vielleicht musst du ihm auch den Schwanz absäbeln. Ich hab sie doch gerade gekriegt. Ja, vielleicht kriegst du bei ihm was anderes. Gargoyle Axt. Das sag ich doch. Kriegst beides. Ja, musst nur beide irgendwie finden. Ich glaube, die kriegt man bestimmt nur eine Gargoyle-Helle-Bade, wenn man den anderen zuerst tötet, weil ich habe sie vorher noch nie bekommen, aber ich habe zuerst auch immer den getötet.
Ja, dann haben wir sie jetzt aus diesem Grund gekriegt. Yes! Schafft aber. Doppelte Menschlichkeit. Sehr gut. Ja, schwer ist das eigentlich auch nicht. Aber die Feuerattacke ist so fies. Ja. Kann man nicht blocken, zieht übelst viel Damage ab. Ja. Ja, lief. Es sei denn, du hättest jetzt ein Schild, was Feuer blockt. Aber keins, was 100% Feuer blockt, gibt's nie. Den magischen Elemente kann man sich nicht zu 100% verteidigen. Außer es gibt wieder irgendwelche Nerds, die mehr wissen als ich. Also ich habe noch keine. Vielleicht indem du sie selber skillst. Ja. Was? Nee. Kann man Schilder nicht skillen? Also selber verzaubern oder so? Doch. Ja, siehst du. Aber trotzdem, ich hatte schon ein plus 10 Feuerschild. Ist gebracht. Habe ich geschenkt, ich kriege von einem Schild. Das war eigentlich ganz geil. Eigentlich wollte er mich angreifen, also er hat meine Welt invasiert, nenne ich es mal, weil es ja Invasion heißt. Hat gesehen, dass ich voller Schwächling bin. Gladiator 0302. Ja. Hat gesehen, dass du voller Schwächling bist und? Ja. Hat mich dann aber auch nicht angegriffen. Mhm. Er hätte mich besiegt. Er hatte diese Rüstung und ich hatte noch voll den Scheiß, den Anfangskram. Mhm. Hat mir erstmal lauter Kram geschenkt, Alter. Plus 10 Waffen, alles. Habe ich voll viele Erfolge durch freigeschaltet. Was sie erzählen ist unwichtig, daher mache ich das einfach. Was ist denn das für ein Eid jetzt, den du bei ihm machst? Wie heißt der? Das ist der gleiche, das heißt deswegen ja Eid widerrufen. Ach so. Bei dem guten Mann kann man, wenn man hier NPCs angreift, sind die natürlich ein Stinkig auf ein. Ja. Und wenn, damit man wieder mit denen handeln kann, zum Beispiel hätte man den Händler jetzt nicht getötet, sondern nur angegriffen, kann man hier Vergebung bitten, kostet einiges an Seelen, aber danach sind die einen dann wieder gut gesonnen, auch sag ich mal. Natürlich. Recht und man kann natürlich Läuterungssteine und Anklage und sowas alles kann man hier kaufen. Na, ein paar Ringe. Ringe. Ja, brauchen wir aber nicht die Ringe, das ist Blödsinn. Was hat er denn da für Waffen? Ja? Der hat nur einen Talisman für den Zauber. Also. Ja, dann haben wir noch das Buch der Schuldigen. Da kann man dann schauen, welche Spieler die meisten Anklagen bekommen haben. Damit müssen wir uns jetzt das kaufen. Also wenn wir angegriffen werden und besiegt werden, können wir eine Anklage stellen und dann kommt er ins Buch der Schuldigen. Mhm. Da sind dann halt die Leute aufgelistet, nach wie viel Anklagen sie bekommen haben. Stehen sind halt da allgemein alle drin, auch die, die du noch nicht begegnet bist? Ja. Das heißt, dein Name steht auch drin, ganz oben. Warum sollte meiner ganz oben stehen? Ich mache ja nicht PvP. Ich greife keine Leute an. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Beim anderen Charakter habe ich einmal eine Anklage gekriegt, aber auch erst eine einzige. Ja, ja. Weil ich einen gewissen Eid eingegangen bin, mhm, wo man automatisch gerufen wird, als Feind so gesehen, wenn die Leute dieses Gebiet betreten. Mhm. Und der hat mich dann halt angeklagt, aber stört er nicht. Mhm. Das hat für dich keine Nachteile, außer du gehst wieder in einen anderen Eid rein. Gib mir noch einen Eid. Da gibt es dann ein Item, womit man dann nur die Angeklagten angreift. Ja. Also die ganz oben stehen. Ziemlich weit oben. So, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt die erste Glocke geläutet. Mhm. Können jetzt in die Schandstadt, also Hauptquest weitermachen. Mhm. Oder in den Wald. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die geile Rüstung. Die Elite-Rüstung. Mhm. Dann haben wir diesen Scheiß nicht mehr. Aber dafür müssen wir bestimmt noch was drauf ausdauern. Halo 4. Ja, der gute Mann hat das Test, das ist der Typ, der das Testvideo gesehen hat, Halo 4. Ja. Ich daraufhin geaddet hat. Mhm. Wo wir so kläglich versagt haben. Das war echt schlecht. War aus der letzten Runde, ich glaube, die war ganz gut. Boah, ja. Ich fand's gestern richtig geil. Diesen Einlauf, den ich hatte, das war mein bester überhaupt. Ne? Das war echt nicht schlecht. Das war Hammer, ey. Alter, ich muss so dringend auf Klo, du musst weitermachen, kurz. Ich weiß gar nicht, vielleicht platz mit Blase, Alter. Ja, gut, dann mach ich weiter. Also, ich mach dann weiter. Pass auf, da unten ist dieser eine Dämon. Kriegst du den tot oder soll ich den selber versuchen? Komm, gib her. Obwohl, das, wenn obwohl ich du 10.000 sehen, du kannst auch. Ich kann auch erstmal, wo ist denn das Feuer jetzt? Ja, wo bin ich runtergegangen? So, ich bin gleich wieder da, lieber Spieler. Du kannst mir mal was zu trinken mitbringen. Ja, was hast du denn noch alles? Nur was zu trinken. Obwohl, der Part ist eh gleich sein, so viel lange halte ich noch aus. Ja, dann gehe ich erstmal noch leveln. Level noch kurz. Genau, aufsteigen. Und dann ist der Part auch zu Ende. Alter Schwede, meine Blase. Das ist Vitalität, was ich jetzt hochmachen muss, ne? Wenn ich dann... Ne, Kondition, ne? Für die Rüstung.
Die Rüstung können wir so oder so tragen. Du kannst, ich würde sagen, Wit und Vitalität so im Einklang hochstufen. Also Kondition und Wit, ja? Ja, man kann es einfach beides versuchen, zwei hochzukriegen. So. Mal Wit. Nee. Okay. Wir haben zerquetschen noch ein paar Willen, dann kriegen wir das hin. Dann machen wir nochmal einmal Kondi hoch. So, dann muss ich jetzt Sehen zerquetschen, indem ich... Oh, versuch schon mal. Ja. Nein! Oh, nein! Ja, ich weiß nicht mehr. Ach so, genau. Ja, ich muss mich erstmal... Alter, ey. Ich hab dir gesagt, guckst du nochmal an, also nein. Leute, wir sind ganz unten. Und du bist gerade bei den Crafting-Items. Was hier? Das ist Abfall, steht da doch. Hoch. Ja. Ach, da, das ist eine. Und da. Auch nochmal zwei, das quetsch dir. Benutzen, ne? Ja. Jetzt quetsch die eine, die ist groß. Wie das Menü? Die Höhle des Soldaten. 1000 oder so. So, weit. Ich würde sagen Kondi, oder? Ja. Das Beil ist auf jeden Fall 15 ist erstmal. 14 ist beides. Ja, bis es Beil ist 15. Und dann müssen wir noch gucken, wo wir uns das gemacht haben. Ja, auf jeden Fall brauchen wir dann auch wieder Stärke und so. Beweglichkeit müssen wir irgendwann auch machen. Ja, aber nicht so viel. Beweglichkeit ist für uns nicht so wichtig. So. Ja. So, kannst du mal Start drücken. Bringt zwar nichts, aber egal. Dann habe ich wenigstens das Bild für das Capture-Gerät. Gut. Ja. Ja, falls es euch gefallen hat. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Eben. Sind wir eigentlich einmal gestorben? Nö. Doch, die schwarzen Räder. Oder? Haben wir den... Ich weiß nicht, guck mal, das passiert so viel. Ich weiß nicht, war das mit schwarzen Räder dieser Part oder der letzte? Ich glaube der, ne? Wo beide einmal abgekratzt sind. Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Müsste ich komme da nicht mehr so... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, im Moment. Nee, aber wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Liked uns auf Facebook. Abonniert diesen Channel. Ja. Damit ihr kein weiteres Fail-Video von uns habt. Genau. Richtig. Und immer auf dem neuesten Stand. Genau. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt und um den ganzen Scheiß herum, nicht nur die Videos, dann liked uns doch auf Facebook. Genau. Alle Links unten in der Beschreibung. Da könnt ihr uns auch so anschreiben. Oder falls jemand aufgepasst hat und gesehen hat, mit welchem Account wir gerade online sind. Ja, das hat glaube ich noch keiner gesehen. Der hat doch, am Anfang glaube ich. Den Namen konnte man nicht sehen. Nee, wann denn? Ja, irgendwo am Anfang. Wenn ich jetzt den Guide-Button drücke, dann sehen sie das auch. Ja. Gibt's nicht. Dann wird das weggepixelt. Ja. Nee, aber ansonsten könnt ihr uns halt jederzeit schreiben. Oder guckt doch einfach mal das Testvideo von Halo 4. Da sieht man auf jeden Fall unseren Namen. Da sieht man auf jeden Fall unsere Privataccounts. Also. Wenn wir Fame sind, muss das gelöscht werden. Wir werden die Fame sein. Ja, eben. Also, bis dann. Hau da rein! Bis dann.